Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie recht herzlich zum Sprüchli-Abend 2015, aufgezeichnet im Hotel Möhren, Zwillisal. Verschiedene Gruppen haben quasi Teppich gelüpft und das darunter vorgeholt, was die einen oder anderen still und heimlich darunter gewischt haben. Der Staub hat tüchtig gewirbelt, die Gruppen haben fleissig gedichtet und zwirbelt. Lassen Sie sich überraschen, was da alles wieder der Weg ans Tageslicht gefunden hat. Achtung, es geht gerade los. Vorab aber noch ein herzliches Dankeschön an folgende Firmen, die mit ihrem Engagement ersten Bericht ermöglicht haben. Du musst halt einfach noch ein bisschen warten, bis das Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, Sie sind ja wahnsinnig, ohne Mundschutz rumzulaufen. Ganz Willisau ist versicht. Wir haben eine Epidemie. Krippenimpfung hat total versagt. Gestatten, Dr. Waldemar Burkhardt. Burkhardt mit CKDT. Sonderbeauftragte von der Clovartis zur landesweiten Eindämmung von deren Epidemie. Es herrscht Alarmstufe Rot oder noch besser Alarmstufe Gelb. Denn unsere Experten haben herausgefunden, dass es sich bei diesem Virus um eine hoch ansteckende Form von Gelbfieber handelt. Die Viren sind überall. Sie bedrohen uns an allen Ecken und Enden. Die gelbe Gefahr. Da
Prachtexemplar von dem Virus Postalis. Wir müssen ihn sofort in Quarantäne verbannen. Was bist du für einen? Hast du überhaupt schon ein Ticket gezogen? Ticket? Was für ein Ticket? Wie Ticket denn da, Heimatsterne? Hast du nicht gewusst, dass du zuerst musst ein Ticket ziehen musst, bevor mit der Autoritätsperson von der Post kannst reden. Ich bin der gelbe Riese. Ich glaube, der gleiche Virus ist gewesen wahnsinnig. Dabei ist unsere Fasnacht UNESCO Weltkulturerbe und der FC Basel... Jetzt lass ihn mal böse, Ali. Er ist Tabellenführer, Meister und... Jetzt, es längert. Unsere Fasnacht da wird durchschnurren. Entweder du kannst dich sofort integrieren und reden wie mir, oder ich gehe heim und du kannst das Theater selber weiterführen. Hast du verstanden? Ja, aber... Nicht aber! Verstanden hast du auch nicht gefragt. Hey Steff, ist ja schon gut. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Der Gelbvirus hier ist omnipräsent. Du kannst gehen posten. Vom Hotel posten, über den Postplatz, einen alten Post bis eine neue Post. Alles Gelb! Bahnhofstrasse wird zur Postgasse. Und die nächste Post ist auch bald fertig. Im sichersten Haus beim Heilig Blut hinten entsteht eine Filiale von der Postfinance. Mit einem Hochsicherheitstrakt vom Feinsten. Reine Verschwendung. Typisch Banken. Für das hat auch das leere Amtsgefängnis gedauert. Da hätte es ja wollen. Aber der Kantonalbank Schuppert hat Einspruch gemacht. In der Käppalimatt hinten entsteht ein nationales Logistikzentrum für die eidgenössische Flaschenpost. Im Ostergau bauen wir die Post Ost und in der EU gibt es eine Gückeli-Post. Und für alle Kunden gibt es im neuen Lindenwirt gratis ein Glas Schülermost. Die Postagentur Rohrmatt reagiert innovativ auf die Euro-Krise. Dort kannst du am Postomat bereits griechische Drachmen beziehen. Und im Säbel den Sagerli hinten damit zahlen. Euro-Krise ist wie sowieso die Zeit voraus. Wir haben das gesehen und rechtzeitig den Aldi, den Lidl und den Müller angesiedelt. Statt auf Konstanz rauszufahren, kannst du beim Posten daheim sparen. Aldi, Lidl, Müller, Mensch, ist das ein Knüller! Schnäppli jagen kann man ganz famos, das kleine Deutschland an der Etiswilerstrasse. Aber sind wir ehrlich, der Müller hat es nicht auch noch gebraucht. So schlimm ist das doch nicht mit dem Gelbfieber zu viele Sachen. Dass wir mehr so Pillen und Zellball nötig hätten. Das meint ihr auch. Aber das Allerschlimmste ist ja, dass ausgerechnet das Büsihöldi den Müllerladen gebaut hat. Was? Büsihöldi? Logo. Alles Müller, oder was? Checkst du es? Der Bau ist eine einzige raffinierte Werbesäule von dem Hüldi seinen Lieblingsständen als Kandidat. Damian Maus. Was für eine clevere Frau. Aber was, wenn der nicht gewählt wird? Ja, der verkauft das Büsihöldi den Laden einfach im Safe in Müller von Baden. Und der eröffnet ein sogenanntes nationales Forschungszentrum für Personenfreizügigkeit. Oder es gibt eine weitere Post. Für posttraumatisierte Wahlkämpfer. Interessant ist auch hier das neue Motelprojekt an der Etiswilerstrasse.
mit dem komischen Namen Peter und Paul. Mensch, das gibt so ein Etablissement. So ein spezielles. Also halt, ich meine, von Mann zu Mann. Hey, hey, Steff. Sicher nicht glatt neben dem Bestatter zu, hä? Das ist nicht so heikel. Mit dem Sportrock im Gliergebäude ist er ja auch als Joint Venture eingegangen und dort Schnapsleichen zu einem Sonderpreis entsorgen. Wenn er nur keine Scheintoten verwünscht, wo man K.O.-Tropfen ins Hühnchen mal Bier reingeschüttet hat. Dumme Kabis, wir sind doch nicht zu Zug. Stell dir mal vor, das alles Eppi wird öffentlich mit der Grünen ummachen. WhatsApp, hä? WhatsApp. Für eine Listenverbindung macht die SVP fast alles. Und medizinisch betrachtet ist die Liste halt einmal unter der Gürtelin. Ist ja je alles wurscht in der Politik. So ähnlich lautet das Motto vom Regierungs- und vom Kantonsratspräsidenten. Ja, so eine Wurst ist tatsächlich ein verlässlicher Indikator für die politische Gesinnung. Nach dem Motto, zeig mir, wie du isst, und ich sag dir, was du bist. Das kannst du also jedem Stammtisch beobachten. Wenn zum Beispiel jemand so eine Wurst isst, mit der Gabel zuerst ein bisschen ans linke Ende geht, dann rechts ansetzt, das 3-4 Mal wiederholt und dann die Mitte durch sagt, ist eben der CVP. Wenn sich jemand bei einer Grillparty zielstrebig auf die verholte Wurst stürzt, dann ist es ein Liberaler. Qualität spielt keine Rolle, Hauptsache schwarz. Wenn jemand ganz laut ein Schübli bestellt und der ganz diskret ein Filet isst, ist er bei der SP. Wenn jemand die Wurst von Hand isst und beim Messen so richtig schmatzt, spritzt und dreckelt, dann ist er bei der SVP. Und wenn jemand die Wurst mit einer Mine von der Verachtung an den Tellerrand schiebt und dafür seine ganze Hingabe im Senf widmet, ist das ein Grüner. Versteht als Vegetarier nichts vom Fleisch, geht aber zu allem den Senf. Die Grünliberalen essen so eine Art Designerwurst. Sie sehen von außen gut aus, aber man weiss nicht genau, was drinnen ist. Also beim Wurstessen gehe ich sowieso fremd. Ich habe am liebsten hier die italienische Mortadella. Und ich österreichische Conchita. Bei uns musst du ja froh sein, wenn du der Fasnacht überhaupt noch eine Wurst bekommst, gell? Die halben Weizen haben ja zu. Der beste Wiener-Gastronom ist sowieso, das geht noch hinten. Seine Hausspezialität? Ankerbock vom Ankerloch. Dafür hat der Chinese wieder auf. Nur man weiss das kein Knochen. Im Unterthorrennen gibt es eine neue exklusive Zopfmeisterpizza. Bloß, dass sie den Limi auf der Karte zum Heinivater gemacht haben. Und die neueste Innovation vom Türli, Pizzaservice, der Napf. Wenn sie an der Fasnachteröffnung bestellst, hast du am ersten Mittwoch abholen.
Ende dann rausschneiden, gell? Gut haben wir noch unser Bermuda-Dreieck, Sterne, Seite, Tübali. So macht sie wenigstens Sinn im Städtli, die blaue Zone. Nur eine Post haben wir immer noch keine im Städtli. Das ist ja logisch, gell? Hat ja viel zu wenig Parkplätze im Gegensatz zum Bahnhof. Im Gegenteil, im Städtli arbeiten meine grösste Konkurrenz. Der Kaiserhugi mit seiner DHL-Annahmestelle. Ja, der hat halt Kosten im Griff. Im Gegensatz zu dem riesigen gelben Laden hier. Der Hugi ist ein echter Vorzeigekrämer. Wieso, Mensch? Ja, jeden Morgen früh, wenn ich zum Schwägle-Megiener gehe, gehe Brot posten, tut ihm Hugo seine Ladentochter sorgfältig wischen vor dem Geschäft, läuft mit dem Grüsseschübeli vom Amtshaus zum Ratshaus über und tut das Dreckchen da diskret im öffentlichen Grüsseschübeli entsorgen. Es wird Zeit, dass wir auch im Städtli eine richtige Post eröffnen. Ja, die Stadtmühle hätte ich müssen kaufen. Gelb angemalt werde ich ja schon. So kannst du elegante rote Zahlen überdecken, gell? Habe ich schon gepostet. Die neuen Besitzer sind nur meine Straumänner. Am 1. März ist das der neue Standort der Willisauer Hauptpost. Und Mühligasse wird zur gelben Zone. Muss aber zum Parkieren zuerst ein Ticket lösen beim Trompeter von Säckigen. Das für einen? Unser Pfarrer Martin. Ob das gut rauskommt, weiss nicht. Der Heige oder noch eine Maschine, ein ziemliches Martinshorn gehabt. He? Gut ist unser Bischof nicht so stur wie der von Chur. Da bin ich gar nicht so sicher. Ich glaube einfach, die Solothurn unten können sie gegen unseren Schwöbelpfarrer nichts unternehmen, weil sie sie ja direkt nicht verstehen. Zurück zur Mühlipost. Stadtmühlipost. Wir wollen an der Mühligasse Energie nutzen und fusionieren die neue Hauptpost drum mit der Stoffzentrale. Ja, sowieso, gell? Die Post ist ja längst nicht schon ein Gemischtwarenhandel geworden. Lanciert wird das neue Geschäft mit einem Werbespot im Schweizer Fernsehen. Wir haben für den Beitrag einen absoluten Superstar gewinnen. Grüezi, mein Name ist Fischer von der neuen Filiale Willisau von der Fischer Bettfernfabrik. Wir fabrizieren nordische Dübe und Kösse Topqualität jeder Grösse und verkauft sie direkt am Fabrik. Da werden die polnischen Gänse da und Federn von den toten Tieren gewaschen, getrocknet, entstaubt und sortiert. Da können Sie die Qualität von den Daunen und Federn aussuchen und zuschauen, wie es persönliche Wäschli oder Küsse hergestellt wird. Ob für Männer könnt ihr selber bestimmen. Da auf dieser Maschine werden Karl und Neid, damit Daunen nicht mehr verrutschen. Das ist unsere Bettwarenreinigung. Wenn Sie sich telefonisch den Damen melden, können Sie gerade dabei sein und zuschauen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der neuen Filiale von der vierten Bettwarenfabrik im schönen Städtli Willisau. Das neue Goldquartier müssen wir auch noch mit der Postfiliale erschliessen. Ja, die Goldpost wird man am besten wahrscheinlich in der Waldruhe machen. Dort geht die ganz schön Post ab. Es ist auch keine einfache Aufgabe, so einen grossen Laden zu führen. Eine Person allein schafft das nicht. Wir hätten darum einen kreativen Vorschlag an die Verbandsleitung. Wer soll bloß in die Waldruhe ruhen, ohne schaffen und wieder ruhen? Wer entspricht bloß in dem Profil, hat einen markigen Führungsstil. Die Lösung liegt in einem Jobsharing. Es braucht zwei Frauen mit harten Ring. Die Welt müssen werden, und das ganz fix. Schwägle-Megi,
und Gnütertrix. So, es ist Zeit. Wir kommen zur Verleihung von den beliebten Post Awards für die drei grössten Flops vom Jahr 2014. Platz 3 geht der Präsident von der Stadtmusik und Brandschutzexperte Hans-Rudi Bettig. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie teuer sind deine Blätter? Du brennst so schön zur Weihnachtszeit, kein Feuerlöscher weit und breit. O Tannenbaum, es fehlt der Bucheli Brandschutzschaum. Platz 2 geht der Knox Troxler. Spät am Abend von Luzern will der Knox schnell heimwärts gehen. Vor dem Zug baut er von Pfusen, döset weiter in Wollhausen, tut im Entlebuch verwachen, das allein wäre schon zum Lachen. Und von Hause zurück geht es geschwind, sputet wie der beisige Wind, hechtet in den nächstbesten Wagen, bald schon gehört, wenn Knox laut klagen, da mich mit so gern hätte. Doch jetzt bin ich zweite Stelle. Und Platz 1 geht, wie könnte es anders sein, an unsere liebe Post. Sie bekommt den Preis für ihre innovativen Öffnungszeiten. Gehst du morgen früh auf die Post, fliegst den Ranzen ab im Frost. Vor dem Arbeiten tut es den Grusen, lieber noch ein länger Pause. Was du denn das Postfach lehren, tun sie fröhlich dir erklären. Sie ist 5 Minuten zu spät, bis am Mittag nicht mehr geht. Nach der Arbeit dann noch geschwind das Päckchen für mein Gottenkind. Böschle lassen sich nicht stören, stehen vor verschlossenen Türen. So kann es nicht mehr weitergehen. Willisal muss zusammenstehen. Es ist einfach nur ein Schand. Neue Pöstler braucht das Land. Los, wo nehmen wir die her? Wer könnte den schwierigen Job übernehmen? Ich hätte schon eine Idee. Der Gali. Und der Steffen. Gali. Steffen. Gali. Steffen. Gali. Steffen. Gali.